Hi zusammen, mein Name ist Christoph Dücker und ich bin Inhaber der Firma DC Pro. Und das heutige Thema heißt Mitarbeiter des Monats. Wie gehen wir zukünftig damit um, dass dieses Thema sehr erfolgreich wird? Um das Thema Mitarbeiter des Monats möglichst erfolgreich zu machen, geht es ja hauptsächlich auch darum, die Person nicht alleine zu lassen. Denn dann besteht die Gefahr, dass sie nur in ihrer Welt sich weiterentwickeln, ohne dass von außen vielleicht noch Ideen gegeben werden, um sich zu verbessern. Denn die Marschroute ist, Leistungsfähigkeit zu steigern, bedeutet den Fokus zukünftig auf die Stärken und die Entwicklung der Stärken zu legen. Und dazu gibt es drei Punkte, die ich gerne hier ansprechen möchte. Der Punkt 1 bedeutet, wie ermittelt man an die Stärken? Der Punkt 2 heißt, auf welche Aufgaben wird sich konzentriert? Und der Punkt 3 ist, wie geht man denn zukünftig mit den Stärken um? Kommen wir jetzt zum Punkt 1. Wie ermittelt man eigentlich die Stärken? Und hierbei geht es darum, die Vergangenheit einfach mal zu reflektieren. Was für Dinge haben besonders gut geklappt? Welche gehen leicht von der Hand? Was für Leistungen hat man erreicht? Welche Ergebnisse hat man damit erzielt? Und da geht es darum, das ganz genau mal zu checken und sogar auch mit anderen zu vergleichen. Weil vielleicht kann man da sogar auch ein Muster raus erkennen, was dann die einfachste Variante wäre, dieses Muster zukünftig einfach zu multiplizieren. Was den Punkt 2 betrifft, geht es um die Aufgaben, wo es auch zwei Richtungen gibt. Die eine Richtung ist, bitte genau zu suchen, wo die meisten Stärken eingesetzt werden, diese Aufgaben auszuführen, weil dann gibt es einen hohen Erfolg. Und die anderen Aufgaben, wo weniger Stärken eingesetzt werden, bitte vielleicht den Personen überlassen, die da ihre Stärken haben. Man darf sich auch nicht zwingen, irgendwas zu tun, was im Endeffekt nicht effektiv ist. Und jetzt kommen wir zum Punkt 3. Was soll denn zukünftig mit den Stärken gemacht werden? Und hier gibt es zahlreiche Beispiele, an denen man sich anlehnen kann. Denn Top-Leute unterscheiden sich von der Mittelmäßigkeit darin, dass sie immer wieder versuchen, ihre Stärken weiter auszubauen. Sie hängen sich da rein, sie sind engagiert, Dinge zu finden, Wissen zu sammeln, um ihre Stärken noch weiter auszubauen, weil sie genau wissen, wenn da ein Fokus drauf gelegt wird, dann geht es in Zukunft noch besser rund, weil man auch seine Stärken noch verbessern kann. Und das ist das Ziel. Und wenn wir uns das Ziel angucken, hat man auch Parallelen im Sport oder in der Musik oder in anderen Bereichen, wo Spitzenleute genau das Ziel verfolgen, da besser zu werden. Das kann man sich im Berufsleben auch übernehmen. Es geht hier bei der ganzen Sache nicht darum, Personen zu verändern. Es geht darum, genau die Stärken zu finden und die auszubauen, damit den Personen geholfen werden kann und dem Gesamtergebnis. Und genau so sucht man auch Teams zusammen. Man schaut, welche Aufgaben sind wichtig, welche Leistungsfelder müssen erbracht werden und welche Stärken von welchen Personen passen am besten dazu, damit sie effektiv eingesetzt werden. Denn wenn wir da eine Deckungsgleichheit haben, ist auch der Erfolg dann da. Wenn man Teams zusammenstellt, kann man sich gerne auch Beispiele mal nehmen aus der Wirtschaft. Ob es Organisationen sind oder spezielle Personen. Die, die super erfolgreich sind, machen das nicht in allen Bereichen. Die haben sich hochgradig spezialisiert auf bestimmte Dinge. Und wenn diese Dinge beim eigenen Team eingesetzt werden oder auch bei sich selber, merkt man, wie rasch man zum Erfolg kommt, der sogar Spaß macht. Und hier geht es tatsächlich nur um Tendenzen und nicht um Einmaligkeit. Über Stärken sich so zu entwickeln, ist der effektive und der sehr schnelle Weg. Und wenn man in der Gestaltung der Anforderungen Personenkreise so einsetzen kann, kommt man möglichst rasch und effektiv auch zum Erfolg, weil man sich auf die Stärken konzentriert. Und dabei wünsche ich euch viel Erfolg, bin gespannt, was ihr für Fragen oder Kommentare dazu habt und sage toi toi toi, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!